Kamikaze. Massive pills. Royal blood, you know what it is. You're massive. Mit der Ankündigung, dass der Straßenfußball in FIFA 20 zurückkehrt, hat mich EA richtig heiß gemacht. In Köln durfte ich endlich selber zocken und feststellen, im Hinterhof ist einiges anders geworden. Ich spanne mich aber noch etwas auf die Folter und starte zunächst ein Spiel auf dem großen Platz. Es wird der Klassiker Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Die Mannschaftsaufstellungen werden gecheckt, dann laufen die Teams ins Stadion ein. Sämtliche Logos der Bundesliga inklusive der offiziellen Musik stimmen mich auf die bevorstehende Partie ein. Auch wenn es seit Jahr und Tag so ist, bleibt es doch ein richtig gutes Gefühl. Dann rollt die Kugel über den Platz. Weil ich zuletzt viel Zeit mit der Demo zu eFootball PS 2020 verbracht habe, muss ich mich spielerisch umstellen. FIFA ist schneller, teils geradliniger und irgendwie direkter in allen Aktionen. Schick aussehen tut es ebenso. Einige neue Drehungen und Wendungen hat EA den Kickern auch in diesem Jahr wieder spendiert. Ein altes Problem taucht aber genauso auf, nämlich fremde Gesichter auf bekannten Sportlern. Warum etwa Schalkes Torwart Alexander Nübel aussieht wie frisch aus dem Editor, weiß nur der Fußballgott. Außerdem wirkt das Spieltempo, gepaart mit dem FIFA-typisch zackigen Passspiel, stellenweise etwas überhastet. Gefällig und spaßig sind die Partien in FIFA 20 aber definitiv. Nach kurzer Eingewöhnung läuft die Kugel gezielt über den Platz und auch die ersten schönen Angriffe nebst Torerfolg stellen sich ein. Dennoch muss ich nun Volta spielen, denn vielleicht haut mich das richtig vom Hocker. Und genau so wird es kommen. Ich steige direkt in den Story-Modus ein, den vor mir bereits jemand angefangen hat. Es geht in ein Fußballtempel nach Tokio, wo etliche Fans jeden Übersteiger und Zauberpass frenetisch feiern. Nun soll mein Team die Massen begeistern. Neben meinem eigens erstellten Charakter schicke ich für das 3 gegen 3 Match noch zwei weitere Leute aus meiner Mannschaft auf das kleine Feld. Dann geht es los. Bereits nach wenigen Pässen und den ersten Tricks geht mir das Herz auf. Verglichen mit dem von mir geliebten FIFA Street aus 2012 ist der Spielablauf in Volta Football noch ein ganzes Stück bodenständiger. Einfach am rechten Stick rütteln und die irren Moves raushauen ist nicht. Vielmehr müssen das Timing und die Position zum Gegenspieler stimmen. Selbst dann reiht sich nicht ein Kunststück an das nächste. Doch wenn eine besondere Bewegung gelingt und dann noch der Ball im kleinen Tor landet, ist das Gefühl toll. Ich muss aber gar nicht unbedingt jeden Gegner schwindlig spielen, sondern kann genauso den Ball passen und auch mal aus ein paar Metern Entfernung abziehen. Die Schüsse haben richtig Druck und pfeffern mit Tempo von der Bande oder dem Pfosten zurück ins Spiel. Für Pässe kann ich die Begrenzung ebenfalls einsetzen. Dank nachvollziehbarer Physik landet das Leder auch ungefähr dort, wo ich es haben möchte. Mit etwas mehr Übung lässt sich das in Abwehr und Angriff prima einsetzen und ist ein echtes spielerisches Mittel. Nach dem 3 gegen 3 wechsle ich zum Futsal. Dabei sind Feld und Tor größer, außerdem existieren keine Banden als Spielfeldbegrenzung. Das 5 gegen 5 spielt sich darum etwas ruhiger, aber keinesfalls langsam. Viele Pässe und abrupte Torschüsse kennzeichnen diese Spielart. Außerdem gibt es einen festen Torwart, der so manche Großchance entschärft. Jede Partie belohnt nach ihrem Ende mit Erfahrungspunkten, die meinen Kicker nach und nach im Level steigen und besser werden lassen. Dazu kommen unzählige Gegenstände wie Shirts, Shorts oder Schuhe, die ich mit dem erspielten Preisgeld kaufen kann. Gepaart mit den verschiedenen Spielmodi habe ich durchaus den Eindruck, dass bei Volta auch für Langzeitmotivation gesorgt ist. Ich bin wirklich glücklich darüber, was FIFA 20 mit Volta Football abliefert. Spielerisch ist das ein Knaller und wird bei mir besonders im Koop-Modus für nächtelangen Budenzauber sorgen. Alles spielt sich griffig, nachvollziehbar und mit dem richtigen Tempo. Selbst das schwieriger zu steuernde Tricksystem gefällt mir, denn es wertet die Moves spürbar auf. Das belohnt ebenso wie die Erfahrungspunkte und zahlreichen Kleidungsstücke, die ich ständig freischalten kann. Volta Football ist ein großer Gewinn für die Serie und mein alleiniger Kaufgrund für FIFA 20.